Moin, willkommen zu einem weiteren Live-DoQ. Erneut bin ich mit Crun unterwegs, ganz klassisch als Leona. Ich bin im 90-Punkte-Bereich, so will langsam Richtung Platin. Und wahrscheinlich wird es mit Crun einfacher sein als mit jedem anderen. Einfach nur aufgrund schon der Punkte. No. Ich denke mal, das kriegen wir schon hin, das Game könnte was werden. Ich weiß noch nicht genau, wie sich Ezreal ausgeht. Oder wer bei den Top ist. Vielleicht ist auch Lux Top. Oder Ezreal. Lux-Top habe ich auch schon gesehen. Aber es ist halt relativ verwundbar. Ne? Wenn sie ja Binding nicht trifft, hat sie einen ganz schön fiesen Heimweg. So. Also deren Bot ist auf jeden Fall pre-made. Nur so zur Info. Mhm. Habe ich gerade mal so nachgeguckt. Gestalkt. Na, ich hab uns selbst gestalkt. Und ich bin der quasi, also der über mir ist Platin 1, was ich übelst lustig finde. Dass da die Abstände so riesengroß sind. Was aber eigentlich ganz cool ist. Also ich bin gerne der die niedrigste Elo hat in der Selection. Weil ich dann aber hoffe, okay, ihr werdet alle besser spielen als ich. Das ist super. Aber die Gegner sind ja auch besser. Die Gegner sind auch besser, aber das ist okay. Ich will lieber, mir ist egal, was für Gegner ich habe. Hauptsache, ich habe für mich gute Verbündete. Zumindest sollen die einen guten Anschein machen. Oder einen hohen Anschein. Und sie sollen natürlich ein bisschen eine ordentliche Moral mitbringen. Nicht gleich, wenn jetzt unten First Blood ist oder irgendwie in der Mitte First Blood oder Jungle, unser Jungle stirbt oder so, dass sofort alle rumheulen. Und was das hier wird. Oh, ihr wollt invaden? Okay. Don't move. Ja, ich muss erstmal ankommen. Na gut, ich muss dann eh wieder weg gleich, also. Ja, ich glaub, du bist da. Also mit Teleport wäre es natürlich möglich, aber jetzt kannst du eigentlich entspannen. Vielleicht sogar den Red Buff so ein Stück weit im Auge behalten. Dann wäre es ja gewordet. Kann ich eigentlich schon wieder weggehen hier. Aber Nautilus wird halt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit beim Blue starten. Oh. Ein Graves. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Wird nicht nach hinten losgehen. Oh. Wissen die jetzt noch was? Nee. Geht bei denen ab. Das wäre übelst bitter. Sind die jetzt auf jeden Fall mit dem Wirbelsturm engaged? Nee. Oh, der hat aber schon ganz schön Damage bekommen. Ah, auf jeden Fall. Oh, fuck, das ist fast tot, oder? Nice! Ja, sehr gut. Exhaust Stun for the win! Das war übelst wichtig, aber ich habe einfach alles verbrannt. Naja, für den First Blood kann man das schon mal machen, würde ich mal sagen. Hat sich auch nur durch. Ich durch weiß nicht genau, wo der Top-Laner von denen ist. Weil er hat schon ziemlich viel Farm verloren. Kann ja erstmal nichts Schlechtes sein. Nee, also für mich ist das ganz gut jetzt hier. Bin fast Level 2. Der AFK oder was? Oder der hilft jetzt dem Jungler nochmal ein bisschen bei dem Blue Buff etwas länger. Weil der hat jetzt ja aufs Gesicht bekommen. Mhm. Oh, wie kann ich den verfehlen? Kann natürlich sein. Also so lange kann er nicht sein hier. Rutsche ich jetzt einfach? Hm. Oh, die ist top, das heißt, der ist AFK. Oh, bitter. Aber natürlich. Yeah. Das Ego, yeah. Ich hab extra ein Pinkwort mitgebracht. Damit unser Jungler besser gehen kann. Okay, also Draven early. Wenn ich meine Zielklinge treffe, ist einfach nur incredible Todesdamage. Aber auch übelster Mana-Verbrauch. Oh, der geht jetzt schon. Na, jetzt brauche ich mein Ward nicht setzen hier. Aber ach so, der hat doch First Blood. Mal sehen. Muss ich Boots noch holen, würde, wäre nice. Okay, macht er nicht.
Vielleicht haben wir keinen Druck auf Valenz, das ist schon mal gut. Ah, das mit Ezreal ist so ärgerlich. Also allein schon vom kompetitiven Gedanken jetzt mal. Ich hab aber auch gerade nix mehr. Fuck, ich komm nicht ran. Mutsche. Das ist weg. Ich echt gut aus der Lane gedrückt, der Junge. Nautilus mit Blue Buff, OP, Alter. Er hat zu viel Mana. Ich geh jetzt einfach mal auf das Ding, was mache ich zwar normalerweise nicht, aber. Oh, ich. Da ich eh gerade keinen Gegner hab. Janna ist so OP gegen mich, ey. Wirbelsturm, dass sie meinen Charge abbrechen kann. Naja, ich weiß, das ist krass. Das ist einfach noch super nervig. Nautilus hat mich ganz gut geraped oben gerade, muss ich sagen. Aber nur dank seines Blue Buffs eigentlich. Weil sonst wäre er schon viel früher OM gegangen. I will protect you. Aber Botlane läuft auch extrem gediegen. Ja. Ah, das mit Ezreal ist ein bisschen traurig. Ja, das stimmt. Aber gut. Also muss wenn ich jetzt in der Promo wäre, wäre das natürlich nicht so traurig, aber. Boah, naja. Oh, Nautilus ist wieder da. Also Nautilus. Das ist so schlimm. Ich kann Janna nicht. Eine gute Janna kann ich nicht engagen. Die macht das so easy peasy mit dem Wirbel, mit dem E. Ja, das ist so krank. Das ist schrecklich. Ich muss quasi das E machen und dann irgendwo hinflashen, damit meine Ausgangsposition woanders ist. Aber das ist ganz schöner Aufwand, um eine Janna zu kriegen. Ja, mit dem scheiß Schild, aber geht mir auf die Nerven. Ja. Glaubst du nicht. Aber der muss so übelst einen Mana-Verbrauch haben, oder? Nee, da ist immer voll Mana hier, der Typ. Weiß auch nicht. Na gut, der hat jetzt schon dieses Pseudo-Philosopher-Storm. Jetzt hat er ganz gut Mana verbraucht gerade. I must not fall. Gegen Minions will ich nicht unbedingt kämpfen. Das Witzige ist, dass ganz einfach nur ein Udyr machen kann, was er will. Ich bin die Top-Gänger, hatte ich mal ein Wort. Weiß gar nicht, was er macht, ganz ehrlich. Wo treibt er sich überhaupt rum? Draven, Draven ist durch mit dem Farm. Cool, das heißt gleich Out of Mana, der kleine Freund. Und ich hab gleich Ignite ab und er hat keinen Ignite. Geht jetzt back. Hard pushen. Oh, Ed ist back. Ed ist back in the mix. Oh. Let's see. Wir werden jetzt den ersten Tower einreißen. Oh, ich hab ihm mit einem Q so viel Damage gedrückt, Alter. Er ist bitter mit Level 1. Du musst ihn eigentlich nur anspringen. Wenn einmal Cocoon landet, ist es vorbei, oder? Mhm. Und da war Nautilus hier oben ein bisschen zitten. Oh mein Gott, der geht mir auf den Sack hier oben, ganz ehrlich. Wenn Udi mal top kommen würde. Gegen top, Udi. Ja, ich glaube, der macht das aus kompetitiven Gründen nicht. Ja, Nautilus doch auch die ganze Zeit top.
I will protect you. Naja, das ist halt krass. Das ist ja die Frage, wie man dem Spiel jetzt gegenübersteht. Es gibt da einige, die wirklich dann sagen, nee, ich lasse es, weil es einfach nicht fair ist. Mhm. Und dann gibt es halt welche, keine Ahnung, die jetzt vielleicht in der Promo sind oder so und dann sagen, Alter, ich will töten. Weil man im Endeffekt, nur ja, also... Ich sag mal, win is win, ne? Ja, das ist es halt. Das ist das, wo das Kompetitive dann aufhört. I must not fall. The sun always rises. Na, mal schauen. Also viel hat, muss ich jetzt sagen, ist nicht passiert jetzt irgendwie. Obwohl Nautilus die ganze Zeit top war, ist jetzt nicht irgendwie viele Kills gefallen. Einer. Nee, abgesehen vom First Blood. Nee, die auf der Botlane sind gegangen. Die sind bei Level 4 und sind die einfach. Haben die sich verabschiedet. Achso, die sind schon gar nicht mehr da. Nee, doch, aber die waren dann erst wieder da, als es entspannt ankam. Und das ist halt. Ja. Schön bitter. Also, die waren jetzt Level 4, deswegen konnten wir jetzt auch Janna töten. Fuck you. Das schreibt er. Chosen of the sun. Na, irgendwie ein komisches Game hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist ein relativ useless Game. So, trotzdem sollte man das schnell beenden. Ja, ja, bin ich auch dafür. Sag mal, ein Geschenken-Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Ja, anders kann man das kann man es hier nicht sehen. Aber noch ist nichts gewonnen. Naja, das stimmt. Dann zwei halt erstmal gut auf die. Gut einen bekommen gerade. Nur die Tower-Dive da unten. Die Bosse in der Mitte. Und mit Udyr geht das ganz gut. Udyr ist sowieso, finde ich, einer der geilsten Jungler. Er ist so alt und trotzdem noch so effizient. Oder wurde es ja noch ein bisschen effizienter, finde ich, durch den Speedbuff. Weil Move Speed ist so gut einfach nur in dem Spiel. Das ist krass, wenn Swain sein Festhalten natürlich trifft, was so einfach zu dodgen ist, dann ist es bitter. Weil dann bekommen wir echt Probleme. Go, 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 go. Jetzt holt die Zunge so. Krass, wie lange der sich prügeln kann, einfach nur. Obwohl der auf Phoenix geht. Das Lux auch top. Was geht denn hier ab hier oben? Wahnsinn. Die wollen Ezreal helfen. Farm? Ich glaube, die mögen dich nicht. Oh, gut gedodged. Mhm. Aber jetzt wird's schwierig. Vor allen Dingen, wenn die. Oh nee, das der Cocoon. Der Cocoon hat gefailt, ja. Weiß auch nicht, was Udi macht. Die sind alle mal zu zweiter, zu dritt top. Keine Ahnung. Oh, der Slow, der Slow. The sun always rises. Mann. Jetzt los, warum soll ich jetzt Bot gehen oder was? Ja, ich glaube, der will einfach nur durchpushen. Okay. Der ist jetzt irgendwie da geblieben, ich muss mich ja eher am ED orientieren. Dann geh ich mal Bot. Oh, der Tower fällt. Ich glaube, der fällt, aber ich glaube, ich schaff's nicht mehr rechtzeitig. Ja, der ist weg. Oh, was?
natürlich jetzt überkacke und Full Tower einfach for free. For free aufgegeben. Oh oh, der Draven tankt. Das tanke ich. Aber ich glaube, ich hab executed. Nee, scheiße. Oh, wieso helfe ich denn? Ich bin so dumm. Na, keine Ahnung, was machen die da oben? In der zweiten Tower Farm. Der erste hat vor allem noch echt viel HP so. Also 9 steht bei mir da. Ich glaube, ein Cast Dominions muss dieses noch schießen oder sonst. Aber so Nahkampf-Minion schafft den, glaube ich, zu one-hitten. Sie den klassischen Lane-Switch am Start. Ich habe zwar kein Dings, kein Wardboy leider, aber. Was wird da gerade Druck gemacht auf einen Lanes? Also von daher. Ich komme gleich, ich warte jetzt. Ich habe jetzt hier mein Ward-Item ausgebaut. Ich würde jetzt mal den in den Jungle pflastern. Oh, wie lange der durchhält, der Typ? Alter! Das ist natürlich bitter, wenn der. Swain? Wenn Swain einmal so ein bisschen denky ist, dann ist es vorbei. Ja. Also für mich ist das jetzt hier gerade irgendwie voll das öde Game. Ja, das merke ich. Ich weiß nicht. Erst keinen Gegner gehabt, dann was weiß ich. Na, dann hattest du einfach nur einen Gegner, der normalerweise dort nicht hingehört. Das auch noch, ja. Und Nautilus war echt krass, Alter, ich muss sagen, der war echt hart auf der Top-Lane. Jetzt heißt, die ließ am Anfang nicht viel gegen machen. Vor allem nicht, wenn er einen Blue-Buff hat. Machen wir mal noch ein bisschen Druck hier. Jetzt habe ich mich kurz verklickt, irgendwie. Ist es denn nun eigentlich so, dass wenn man vor der 20. Minute beendet, dass man da wirklich einen Nachteil hat, was die ILO angeht? Nee. Ich glaube, du darfst bloß nicht unter 5 Minuten beenden. Na, ich glaube, das geht auch gar nicht, oder? Na doch, wenn du das 5. Mitte durchpusht und keiner hat Death, dann würde es gehen. Ob wir vielleicht einen Sneaky Play machen können? Jenna. Oh, Jenna. Ui. Die ist tot. Das Schlimmste ist Janna Cooldown. 10 Minuten. Was hat die? 2 Minuten? Na, Ulti Cooldown. Ja, Ulti raus, aber hat auch nichts gemacht. Ja, ist doch gut. Und den Spells. Ich werde dich mal kurz alleine lassen. Ja, lass mich mal alleine. Alles safe. Kriegst du ein bisschen mehr XP. Raven Schild hier dein Top. Ist das nicht eine Wahrheit, oder was? Oh, sie hat all meine Spinnen getötet mit ihrer Ulti. Hallo. Ja, die sind aber gegen Flächenspells sind die ja ein bisschen immun, oder? Oder die reduzieren das zumindest stark. Ja, ist mal Mitte. Oh, jetzt fokussen die den schon wieder übelst hart. Jetzt ein Ignite, Ja, good job. Draven wollte gerade. Ich dachte gerade, das sieht gegnerische Draven. Ja, ich dachte auch, jetzt ist er dort. Oh, das hier, oh gut. Wir haben einen Draven. Oh, das ist Etre. Ich hab Etre gefunden. Hier ist er. Warte, ich bin jetzt schon langsam. Ach, so bitter, dass du einfach 100 Kilometer da drüber kannst. Das ist gut, ne? Deswegen liebe ich hier dies. Oh, deswegen hasse ich Janna. Oh, ich hab's nicht mehr geschafft. Ne, Lee's OP, warte mal, da bist du einfach 8 Level drüber. Ja, auch so, das aber ja, man hätte wahrscheinlich viel also mit der Bewegung ist natürlich trotzdem fies so, aber es ist jetzt nicht OP. Sie ist gut. Nee, sie ist gut, ja, OP ist jetzt auch nicht. Vor allem, die wurde jetzt auch schon genervt, also. Oh, der Draven ist OP. Oh, nee. Mit Draven, der steht mit 3 Leben da. Oh, jetzt ist er, jetzt kriege ich, glaube ich. Na, die Ulti kriegt er nicht ab. Oh, wie schnell der ist, ey. Warte, aber na gut, wie gesagt, wenn man die Carrier das richtig gut kann, ey. Oh, jetzt portet's mich zu dem Hinteren. Scheiße. Jetzt ist eh vorbei. Hab ich, so viel Zeug. Oh.
Könnte tricky werden, jetzt da rauszukommen. Ich bin tricky. Oh. Ja, Lisa, hast du noch zum Glück alles abgehabt? Zum Glück ist er noch Level 7. Ja, 9 ist er. 9. Okay. Oh, jetzt kommt Udyr. Udyr ist O-Tier. Oh, komm, Udyr. Ich komme. Keep chasing, my friend. Wie kräftig Udyr ist er, ist übel. Oh, what the fuck is going on? Ich hab zu früh geportet. Guck mal, wie der losrennt, ja. Er stirbt einfach nicht. Oh, die rettet etwas noch. Oh, nice. Was ist denn da los? Was machen die denn? Gut. Oh, doch, jetzt haben sie es getötet. Oh mein Gott, chase doch nicht die ganze Base. Das ist ja übelste Sonne. Geh da mit denen ab, was hasse ich immer. Da chase der Udyr da 4-4 oder irgendwie da rein, weiß ich, was weiß ich noch. Das stimmt, wir kommen nicht hinterher. Der kam nicht hinterher. Hat er jetzt Blue Buff genommen? Wir haben den Druck hier auf der Botlane. Oh shit. Toplane, meine ich. Ich dachte, ich kann ja ganz sneaky hier unten lang gehen, aber. Das ist ja der Tod hier. Autsch, autsch, autsch. Oh, bitte. Okay. Da. Na gut, Free Win, würde ich sagen. Ja. Der hat schon eigentlich doch ganz gut gespielt. Oh, ich hoffe, ich kriege jetzt einfach nur 1 Million Punkte für sowas. Naja, plus 5, aber war halt sinnlos. Also so ein useless Game. Mhm. Aber naja, gut. Man nimmt es einfach mal hin. Ich stoppe dann mal die Aufnahme jetzt gleich. Und haut rein. Tschüss. Tschüss.